mit Avril Lavignes Lied Alice. Und Just Like Fire von Pink haben wir Musikstücke, die ganz klar Bezug zu Alice im Wunderland nehmen, da sie in erster Linie für die beiden Filme von Tim Burton und James Bobbin 2010 und 2016 geschrieben und produziert wurden. Es gibt allerdings auch zahlreiche Lieder, die sich thematisch breit gefächerter aufstellen. Keinen direkten Bezug zu Lewis Carrolls Erzählung oder lediglich einzelne Zitate aufweisen und sich dann in der Visualisierung der Musikvideos bewusst an diese Geschichte heranwagen und somit der Musik nochmals eine Ebene mehr Tiefgang bescheren. What You Waiting For ist ein Lied von Gwen Stefani und wurde im Jahr 2004 veröffentlicht. Als Teil des R&B, Soul und Pop-Albums Love Angel Music Baby, welches ihr erstes Soloalbum ist, verarbeitet sie in What You Waiting For ihre Angst, eben diese Solokarriere zu starten. Das Video bedient sich hierbei neu interpretierten und altbekannten Bildern und Darstellungen aus Alice im Wunderland. Zusätzlich geht es in der Rahmenhandlung um eine kreative Blockade. Gwen Stefani soll neue Musik schreiben und allgemein quasi auf Knopfdruck kreativ sein. Genau das wird von ihr erwartet. Zeit und Zeitdruck werden hierbei im Text und auch visuell deutlich dargestellt, was sofort an das weiße Kaninchen mit der Taschenuhr erinnert. Das Wunderland steht in diesem Musikvideo wahrscheinlich für den neuen Lebensabschnitt als Solokünstlerin. Alles ist zuerst verwirrend. Wie Alice fühlt Gwen sich konfrontiert mit dieser neuen Welt und versucht sich anzupassen, um den Erwartungen zu entsprechen. Sie lernt jedoch, dass sie nur sie selbst sein und ihrer Kreativität freien Lauf lassen muss, da sie talentiert genug ist, um mit der Qualität ihrer Arbeit überzeugen und bestehen zu können. Tom Petty and the Heartbreakers brachten 1985 das Lied Don't Come Around Here No More heraus. Zugehörig zum Album Southern Accents, welches zum Alternative, Indie, Pop und Rock Genre zählt, kann man sagen, dass in diesem Lied inhaltlich eine Trennung oder besser gesagt das gewollte Ende einer Beziehung verarbeitet wird. Dies wird hierbei nicht nur im Titel, sondern auch im gesamten Text fortlaufend deutlich. Der Sänger möchte diese eine Beziehung beenden. Er hat aufgegeben und will die Ex-Partnerin auch nicht mehr sehen. Mit den Zeilen You darken my door, oh oh, You tangled my emotions und Who do you expect to meet könnte man auch textlich Bezug zu Alice im Wunderland nehmen. Die Tür könnte hier metaphorisch für die vielen Möglichkeiten stehen, die es während der Beziehung noch gegeben hat. Ähnlich der zahlreichen Türen, denen Alice gegenübersteht. Diese Tür ist jedoch jetzt verschlossen und wird für den einst geliebten Menschen auch nie wieder offenstehen. Die verhedderten Emotionen in dieser Textzeile können ebenso bei Alice gefunden werden, da sie in der Zeit im Wunderland auch nie so richtig weiß, wie sie sich gerade fühlen soll. Mit der Frage, wen man denn erwartet anzutreffen, wird hier wieder die Problematik der Identität angesprochen. Durch eine Beziehung verändert man sich. Vor allem, wenn diese Beziehung endet, fragt man sich vielleicht, ob man den Partner überhaupt richtig gekannt hat, und dann wird man eventuell selbst zeitweise zu jemand anderem, um besser mit dem Schmerz der Trennung umgehen zu können. Der eindeutige Bezug zu Alice im Wunderland im Musikvideo und der komplett surrealen und verrückten Situation einer Trennung wird hierbei noch von der Gestaltung des Raumes untermalt, der an Bilder mit optischer Täuschung erinnert. Das Musikvideo zu Don't Come Around Here No More hat darüber hinaus einen MTV Video Music Award für die besten Spezialeffekte gewonnen. Als inhaltliches Kontrastprogramm haben wir Aerosmith mit dem Lied Sunshine.
Als Teil des Albums Just Push Play wurde Sunshine im Jahr 2001 veröffentlicht und beschäftigt sich mit einer neu aufflammenden Liebe oder eher Schwärmerei. Steven Tyler singt über eine Frau, die er durch einen One-Night-Stand kennengelernt und sich dabei sozusagen schockverliebt hat. Schon die ersten Zeilen des Textes deuten ganz klar auf Lewis Carrolls Geschichte hin und auch im Video wirken die dargestellten Figuren wie eine traumartige Vision von Alice im Wunderland, wobei die positiv berauschenden Gefühle des Neuverliebtseins wie eine Art Droge wirkt, welche die Sinne benebelt. Die Frau wird in diesem Lied Sunshine genannt, wodurch eine allgemein positive Stimmung hervorgehoben wird. Das ansonsten so düstere Wunderland wirkt durch sie nicht mehr ganz so dunkel und sie überstrahlt sogar die Herzkönigin mit ihren angemalten roten Rosen. Die japanische Band Bucktick, die dieses Jahr ihr 35-jähriges Bestehen feiert, brachte 2007 das Lied Alice in Wonder Underground heraus. Die Band spezialisiert sich auf Alternative und Industrial Rock, Gothic Rock, Postpunk und Punk Rock. Die Melodie des Liedes klingt allgemein sehr positiv, fast schon fröhlich, wobei das Video ziemlich düster gehalten ist und die Bilder mich persönlich an ein Opening von American Horror Story erinnert haben. Inhaltlich legt der Text noch eine Schippe drauf, indem subtil die Frage nach dem Sinn des Lebens gestellt wird. Die Übersetzung fördert einzelne Bruchstücke wie »Die Liebe und die Welt sind flüchtig«, »Lass uns heute Nacht aus deiner Einsamkeit herauskommen«, »Andromeda« und »Teufel, Engel und Epikureer« zutage. Die letzten beiden Zeilen liefern hierbei ganz besonders viel Bedeutung und Interpretationsspielraum, da Andromeda laut der griechischen Mythologie aufgrund ihrer Überheblichkeit einem Monster geopfert werden sollte. Die Lehre des griechischen Philosophen Epikurs besagt, dass man im Leben durch den Verzicht schädlicher Begierden sowie durch Vernunft und Tugend zu einem vollkommenen inneren Frieden finden kann. Hierbei das Bild einer Alice zu wählen, die im Untergrund unterwegs ist, passt daher ganz gut, weil somit die Hin- und Hergerissenheit der Seele verdeutlicht werden kann. Die bekannten Figuren aus Carrolls Geschichte sind hier noch eine Spur gruseliger, was zum verzerrten Bild des Wunderlandes dazugehört.